Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire Earth, dem Zeitalter der Eroberungen. Was war denn das für eine letzte Folge, also die letzten Folgen? Diese Mission hat ja ewig gedauert mit dem Rubicon. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen heute direkt weitergehen in die letzte Mission der römischen Kampagne. Heute ins Finale von Julius Caesar. Heute geht es weiter mit der römische Pharao. Obwohl Pompeius besiegt war, wusste Caesar, er würde für die Macht des neuen Diktators in Rom eine ständige Bedrohung darstellen, solange er lebte. Deshalb schiffte Caesar sich rasch mit so vielen Truppen wie möglich ein und segelte seinem Feind nach Ägypten hinterher. Bei der Landung in Alexandria fand Caesar die Stadt in Aufruhr vor. Das Volk hungerte und war kurz vor einem Aufstand. Zwischen den beiden regierenden Fraktionen unter Ptolemäus und seiner Schwester Kleopatra hatte sich ein erbitterter Streit ob der rechtmäßigen Herrschaft über Ägypten erhoben. Kleopatra kontrollierte die Stadt, während Ptolemäus über den Großteil des Landes herrschte. Caesar und seine Legionen mussten feststellen, dass sie mitten in einem Bürgerkrieg gelandet waren. Caesar formierte seine Männer und beschloss, unverzüglich zum königlichen Palast zu marschieren, beide Herrscher zu ergreifen und sie zur Auslieferung des Pompeius zu zwingen. Erst danach würde er sich der Frage stellen, wie er Ägypten bei der Lösung seiner Wirren helfen könnte. Hihi, Caesar hat sich eingeschifft. Entschuldigung, das musste ich jetzt mal kurz loswerden. Missionsziele. Zwingen Sie Kleopatra oder Ptolemäus. Ptolemäus. Pompeius auszuliefern. Caesar muss überleben. Wie sollen wir das machen? Haben wir jetzt eine Basis? Ich habe noch keine Ahnung, wie das gelöst werden soll. Am Ende haben wir jetzt eine Anzahl Truppen und dann müssen wir zusehen, wie wir vorankommen. Alexandria, Ägypten, 48 vor Christus. Endlich kann Caesar Pompeius in die Enge treiben. Also er steht schon mit einer gewissen Anzahl Truppen da. Ich hoffe, dass das nicht alles ist, irgendwie eine Basis. Großer Caesar, Ptolemäus sendet seine Grüße und hofft, dass ihr bald zu ihm stoßen werdet, um Ägyptens Zukunft im neuen römischen Imperium zu besprechen. Er hat mich gebeten, euch als Zeichen seiner Wertschätzung und seines Respekts den Kopf des Pompeius zu überbringen, eines ehemaligen Gegners von Ägyptens jetzigem Freund. Auch Königin Kleopatra entsendet euch ihre Grüße, mächtiger Caesar, und erwartet ungeduldig den Augenblick, in dem sie euch begegnet, um zu erörtern, wie Ägypten und Rom sich gegenseitig Wohlstand und Sicherheit gewährleisten können. Sie entbietet euch die Gastfreundschaft Alexandrias und warnt euch vor der Hinterlist ihres Bruders Ptolemäus. Weil Alexandria alles ist, was sie anbieten kann. Ganz Ägypten steht hinter Ptolemäus Caesar, nicht hinter diesem anmaßenden Mädchen. Die törichte Politik dieser Stadt wird bald korrigiert werden. Ganz Ägypten steht hinter Ptolemäus? Meint ihr? Das Volk verachtet ihn, großer Caesar, und alle unterstützen in ihrem Herzen die rechtmäßige Herrscherin Kleopatra. Die Streitkräfte des Pompeius sind zerschlagen und sein Kopf liegt vor meinen Füßen. Meine Ziele sind also erreicht. Was Ägyptens Wirren angeht, so kann ich mich nicht entschließen, welche Vorgehensweise die richtige ist. Es war eine lange Reise und ich bin ermattet von einem schweren Feldzug. Ich werde meine Schoßtierchen entscheiden lassen. Romulus? Remus? Welchen dieser Boten würdet ihr lieber fressen? Dem Verbleibenden werden wir unsere Hilfe gewähren. Das ist ja eine tolle Entscheidung, Caesar. Sollen wir jetzt wirklich die angreifen, oder was? Wählen Sie den Abgesandten, gegen dessen Partei Sie sich stellen. Die Tiger werden die Entscheidung endgültig machen. Kleopatra, Ptolemäus. Ptolemäus hat die größere Streitmacht, aber bei Kleopatra habe ich ja das Gefühl, dass da irgendwie noch was kommt. Hier stehen ja auch diverserlei Truppen Kleopatras. Wisst ihr was? Wir speichern das Ganze mal ab, weil ich mich auch gerade nicht entscheiden kann. Und dann werden wir einfach mal
die Tiger entscheiden lassen für Ptolemäus. Na, wie jetzt? Ja, hier, ne? Bitte. Hier, eure. Fresst. Lasst euch schmecken. Wie jetzt? Wählen Sie den Abgesandten, gegen dessen Partei Sie sich stellen. Der hier. So, haben wir. Verstärkung trifft regelmäßig per Schiff ein. Leiten Sie die Transportschiffe zu einer der beiden Landezonen, die von roten Flaggen begrenzt werden. Wo sind denn die? Ja, auch. Wo sind sie denn? Also ich sehe zwar rote... Ne, das sind alles... mehr rosa, ne, beziehungsweise lilane Sachen. Ist das hier die Landezone? Ich habe noch keine Ahnung. Also, folgendes. Wir strukturieren hier mal ein bisschen. Zum ersten Legionäre auf die 1. Pilumträger auf die 2, Reiter auf die 3. Und die Standartenträger samt Cäsar samt Tiger machen wir mal auf die 4. Und da sehe ich schon Gegner kommen. Holla, die Waldfee. Aber Cäsar, du stehst doch auf einer Insel, oder? Oder nicht? Nee, er steht nicht auf... Kommt ihr darüber? Ja, ihr kommt darüber. Los geht's. Wir gehen mal los. Jetzt haben wir hier einen Aufstand ausgelöst. Jetzt ist ja übelst Action. Da sehe ich schon Katapult. Das gefällt mir nicht. Vielleicht sollten wir das Katapult mal angreifen. Wo sind meine Reiter? Wo seid ihr alle? Ach so. Ja, das kann ja dauern. Und wir haben... Oh. Wir haben Teturius vergessen. Ihr kommt mal mit zum Tor. Hier drüben ist genauso Action. Meine Güte. Das kann ich doch nicht alles abhalten. Zumindest nicht direkt. So, wo sind die Reiter? Die machen sich los. Wir werden angegriffen. Ja, da drüben tatsächlich. Toll, das Tor ist weg. Libby. So, Pilumträger formieren sich. Der sollte doch zum Katapult. Achso, das war auch schon ein Katapult. Ja, Libby. Formiert euch mal hier drüben. Also Reiter sind restlos weg. Das ist doof, aber dann ist das so. Geht ja gleich richtig los hier. Das sind die Pyramiden. Okay. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist heute ein bisschen laut. Ich muss dann nachher mal im Schnitt gucken. Dass ich das dann nochmal ein bisschen runtersetze. Sag mal, wie viele Truppen kommen denn hier? Wie sieht es denn am anderen Tor aus? Das ist bestimmt auch schon kaputt. Na, jawohl. Also jeden Moment. Okay. Verstärkungstruppen treffen dann ein. Wir gehen mal die Mauer... Ach, wir können gar nicht die Mauer entlang, ne? Eieieiei. Dann schicke ich euch mal hier rüber alles zusammen. Das reicht ja jetzt erstmal. Wir haben halt keine Ressourcen, wir haben nur die paar Truppen, ne? Wenn wir wenigstens ein bisschen was... Wenn wir wenigstens ein Stadtzentrum hätten, könnten wir anfangen mit bauen. Ressourcen. Ja, sind eher jetzt relativ zu sehen, ne? Wir haben hier die Silos, da haben wir Nahrung, wir haben ein bisschen Holz. Wichtig wäre jetzt noch Gold oder Eisen. Eins von beiden. Aber ich sehe hier gerade nichts dergleichen. Oh, vielleicht sollte ich das hier machen. Wo bleibt denn ihr? Alles klar, ihr seid schon fast hier drüben. Aber wohlbemerkt nur fast. So, das Katapult bitte. Ganz explizit dieses Katapult. Leute. Das war ja jetzt natürlich, ne?
Da stehen noch unsere beiden Centurios, die sollen das mal halten, auch wenn sie dabei sterben werden, denke ich. Caesar, wie sieht's aus? Vorrücken. Wo waren die Truppen jetzt? Da drüben ist ein Rambock. Hier sind aber noch diverse Laie. Wohin soll ich gehen? Auf zum Sieg. So, Caesar schicke ich jetzt schon hier rüber. Vielleicht sollte ich die Centurios, die Legionäre, schon mal losschicken. Pilumträger kommen da nicht aus der Knete. Mit ganzem Herzen. Stelle ich einfach hier ab. Stets zu Diensten, Tribun. Da wandert noch ein Rambock rum. Bewegt euch mal. Wow. Einer der beiden Tiger hat's geschafft. Ich bin ja richtig begeistert. Wir werden angegriffen. Hat er jetzt einfach mal ganz nebenbei einen Legionär zerlegt? Was soll das denn? So, ja genau, das Katapult, der Rambock. Bitte einfach mal zerlegen. Alles klar, wie sieht's am Tor aus? Am Tor sieht's mies aus. Pilumträger ziehen sich mal ein Stück zurück. Das können die Kleopatra-Truppen auch irgendwie lösen. Ihr seid abgelenkt worden, das finde ich nicht so dolle. Rück vor. Wir haben halt auch keine Heilung und nichts, ne? Also hat Caesar nicht. Ne, Caesar hatte das nicht. Die, diese Ruffähigkeit. Na, wie hieß sie denn? Kampfschrei, glaube ich. Der hatte die nicht. Im Übrigen ist ein Tiger tot. Was ich sehr, sehr schade finde. Die Pilumträger schaffen es auch. Katapult. Gottverdammtes Katapult. Caesar, kümmere dich drum. Warum kriegst du hier eigentlich Heilung? Von dem Krankenhaus, ne? Weil Alexandria ja sowieso verbündet ist. Da drüben wird immer noch gekämpft. Und wie kriegen wir jetzt noch, ich hab keine Ahnung. Wir lassen sie mal kämpfen. Wir rücken mal nach vorne. Ach, jetzt auf einmal, oder was? Da ist die Landezone, alles klar. Jetzt hab ich's kapiert. Ahoi! So. Was war das jetzt? Die Schiffe sind doch aber leer. Ahoi! Ich meine, wir werden die jetzt mal dort landen. Vielleicht ist es ja möglich. Wo lauft denn ihr hin? Ach nee, das sind die Kleopatra-Truppen. Eieiei, das ist hier schon wieder echt witzig. Sag mal, das Krankenhaus von Alexandria heilt uns natürlich nicht. Das ist ungünstig. Aber na gut. Ja, ich bin ja mal gespannt, was die Transportschiffe beinhalten. Alle Mann an Deck. Offensichtlich erstmal nichts. Alle Mann an Deck. Was ich irgendwie schlecht finde. Müssen wir abwarten. Wir haben hier drei Lager von Ptolemäus. Türme. Ist das wirklich offen? Achso, das ist ein Hügel, ne? Noch ein Hügel. Da ist ein Tor. Also wir bräuchten Belagerungsgeräte. Hier unten. Wir können halt auch nicht rauszoomen, ne? Stimmt, ich wollte nochmal diese Zoom-Mod installieren. Hier sind Zelte. Weiß ich nicht, was da noch ist. Hier sind auch noch Zelte. Das sind kleinere Lager. Das größte Lager ist das hier. Belagerungswerkstatt, Krankenhaus und Schießstand. Kaserne und Festung. Also das ist wirklich alles. Da sind tatsächlich Truppen rausgekommen. Jawoll. Sammelt euch. Sammelt euch alle bitte. Wir werden mal gucken müssen, wie wir das lösen. Hat das Transportschiff nicht ausladen können?
Jetzt hat's ausladen können. Sehr gut. Stets zu Diensten, Tribun. Hier bitte auch mal sammeln. Mit ganzem Herzen. Dann würde ich fast vorschlagen, wir legen auch direkt los. Wir müssen mal gucken, wie wir das an dem Tor lösen. Wir müssen mal gucken, wie wir das... Hier ist kein Turm. Der nächste Turm ist hier. Und in der Mitte. Das Tor selbst ist rein, was Verteidigungsanlagen angeht, erstmal grundlegend ungeschützt. Natürlich werden da Truppen auf uns warten. Ohne Frage, was ist hier außen? Ach, hier ist noch ein Stall. Gut. Gut zu wissen. Alle da. Dann Neubelegung. Pilumträger. Gut, dass wir jetzt wieder ein paar neue haben. Ehrlich. So, dann sammelt euch mal bitte. Könnt natürlich auch die Mauer einreißen, aber wozu, wenn da ein Turm steht? Ihr sammelt euch mal hier. Wir müssen auf Cäsar natürlich ein bisschen aufpassen. Oh. Ihr geht natürlich auch mit. Euch habe ich jetzt vergessen. Haben die Standartenträger eine besondere Fähigkeit? Nee. Das habe ich bis jetzt noch nicht ganz verstanden, wie das mit den Standartenträgern funktioniert. Oh ja, oh ja. Leute. Bitteschön. Da kommen diverserlei Ramböcke. Das finde ich nicht gut. Wir haben halt auch keine Reiter, ne? Die Infanterie können wir abhalten. Obwohl, ne, ihr rennt ja hinterher. Rennt mal den Ramböcken hinterher. Mach das mal. Das ist gut. Das ist sehr gut. Haben wir hier noch einen? Ja, bitte. Geh du auch mal hinterher. Die sollen von mir aus da einrücken. Das ist in Ordnung. Warum rennen die Pilumträger weg? Die rennen einem Infanteristen hinterher, ne? Ja, von mir aus. So, weiter geht's. Warum rennt denn die immer hier so an? Oh Gott. Cäsar, wo bist du? Raus dort. Das ist doch nicht wahr. Alle zurück. Alle, die noch da sind, irgendwie zurück. Diese Masse an Infanterie habe ich ja jetzt nun nicht erwartet. Oh, Cäsar ist ziemlich verwundet. Den müssen wir mal irgendwie rausschaffen hier. Ich wette, dem rennen jetzt noch diverserlei Gegner hinterher. Zum Beispiel der. Verteidigt euch irgendwie. Cäsar soll sich mal heilen. Cäsar ist mittlerweile auch alleine. Wir haben keine Legionäre mehr. Wir haben keine Pilumträger mehr. Alle weg. Es ist nur noch Cäsar. Oh, verdammt. Das könnte ein ziemlich erbitterter Kampf werden. Liebe Kleopatra, sende doch bitte nochmal ein paar Truppen. Zum Beispiel diese. Eieieiei. Das ist ja wieder heftig. Das ist eine Flut aus Infanteristen. Und wir können gerade nichts dagegen tun. Weil Cäsar sich heilen muss und wir genau in den Angriff reingerannt sind. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, was Cäsar wird jetzt noch angegriffen. Oh Gott. Halt durch, Cäsar, halt durch. Nehmen Sie mit, die Pilumträger. Sehr gut, und bleib dort, wo du bist. Du bist eigentlich bei den Türmen relativ gut geschützt. Wo rennt ihr jetzt hin? Alexandrias östliches Stadtzentrum gehört jetzt Ptolemäus. Das ist doof. Wir müssen also zusehen, dass wir Alexandria parallel noch halten, ne? Beide Stadtzentren und das Kapitol Kleopatras, bis sie über genügend Verstärkung verfügen. Ja. Wir haben ja sogar unsere Verstärkung jetzt verloren. Die kommen alle rum. Jetzt muss man echt mal zusehen. Das ist jetzt doof. Das gehört Ptolemäus. Das ist das Kapitol von Kleopatra. Da lassen wir auch die Truppen stehen. Und das andere Stadtzentrum, wo ist das?
Das steht auch nicht sehr günstig.